Sehr schön. So. Zurück bin ich aus der Versenkung. Oh, danke fürs Aufpassen. Ah, schön. So, warte mal, was muss ich denn machen? Das wüsste ich noch. Das. Okay. Bilbes Feuer. Was brauchen wir denn für Bilbes Feuer? Irgendwelche Feuertöpfe brauchen wir. Aus diesem Weg. Richtung. Irgendwas da oben. Danke, Kaya. Wo ist meine Maus? Wo ist meine... Da ist meine Maus. Diese Geräusche von den Viechern immer. Ich hab... Warte. Ich bin sofort soweit. Ich muss einmal noch mal kurz Getränke nachgeben. Ich lauf sofort. Okay. Hat funktioniert. Feuertöpfe. Oder habe ich die da schon im Inventar und kann so nur nicht? Nee. Gott, ich habe so viel Schrott drin. Okay. Irgendwo hier. Wir müssen da irgendwie hoch. Ich nehme das Schreien mal als Ja. Aber wie kommen wir da hoch? Dann müssen wir einfach nur hier hin. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier hin, oder? Gott, ich bin so verwirrt immer. Orientierungssinn 0. Aua. Jetzt wird mal so Flammen raus. So ein Mittelerde-Navi, das wäre toll. Dass dann so die Stimme von Galadriel oder sowas hat. Okay, wir müssen irgendwie da in die... Oder halt wirklich hoch. Hoch oder in diese Ecke? Da ist einer der Feuertöpfe. Hab ihn! Du musst einen. Zwei sogar. Fünf brauchen, also vier brauchen wir noch. Viel Spaß im Block, Hyrule. Okay. Wir gehen jetzt zwar gerade wieder zurück, aber ich glaube, wir müssen halt echt nach oben. Ja, da ist noch ein Feuertopf. Gefunden! Im Spiel fühle ich mich manchmal auch wie in so einem Wimmelbild. Finde diese Items, die du suchst. Sind in der Wildnis gar nicht so leicht zu entdecken.
So, zwei brauche ich noch. Ah, da ist der letzte. Ich wollte gerade sagen, einer fehlt noch, aber da ist der. So. Dann müssen wir jetzt noch weiter in diese Richtung. Nee, in die andere Richtung geht auch noch hier. Und guck nach da hinten. Wir können ruhig erstmal noch hier weitergehen. Irgendwo. Wo? Da. Da. Glaube ich. Ich würde ja behaupten, sie haben Angst vor mir, aber das bin leider nicht ich. Fallen um vor lauter Schreck. Okay, da kommen wir wieder in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wäre es klug, hier runter zu springen? Eventuell. Genau hier auf gerader Linie. Müssten wir rüber. Warte. Kommt man da hoch? Nein! Lass mich dahin, okay. Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Wenn ich sterbe, sagt meinem Schatz, dass ich ihn liebe. Au. Ich lebe doch! Nein. Einfach nein. Kevin hat sie auch getraut zu springen. Oh Gott, ey. Ja, der Kevin. Mauszeiger da. Ja, der Kevin. So. Jetzt muss ich ganz auf die Karte gucken. Irgendwo. Da in die Richtung. Aua. Ich weiß halt nur nicht, ob oben oder unten. Aber ich glaube unten. Müssen wir hier gleich nochmal runterspringen. Das Eisen. Warte, das brauche ich. Die Eisenerin. Autsch. Wie schön die Knochen knacken. Ja, ne? Warte mal, das ist nochmal uraltes Eisen. Ich sehe dich da hinten. Ich weiß nicht, müssen wir da hinten lang? Ich weiß es nicht. Okay, scheinbar. Ach nee, hier ist ja noch was. Ah!
Oh, Gloin! Hallo, Gloin! Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Die Bilvis aus dem Bilvisdorf habe ich das erste Mal gesehen, als ich mit Thorin und seinem Gefährt losgezogen bin, um den einsamen Berg zurückzuerobern. Sie haben uns gefangen und in ihre elenden Tunneln geschleppt, denen es vor peitschen Schlägen und furchtbaren Gesängen nur so widerhallte. Bei der Schlacht der fünf Fähre konnten wir uns an ihnen rächen, aber sie sind einfach in die Gebirge zurückgekehrt und haben sich wieder erholt. Nun, da sie überall die Dunkelheit, sich über all die Dunkelheit erhebt, sind sie wieder zu einer Bedrohung geworden. Eine Bedrohung, die wir so schnell wie möglich ausräumen müssen. Der Eingang, durch den sie uns damals geschleppt haben, lag versteckt. Vermutlich war das irgendein Hintereingang. Vor uns liegt das Haupttor des Dorfs. Dringt dort ein und dezimiert ihre Zahl. Kommt und bleibt ein. Ich mache mir Sorgen. Elrond lässt fragen, ob wir einen seiner Kundschafter gesehen haben, der vom Bruchtal ins Bilvisdorf ausgesandt wurde. Sein Weg hätte ihn hier an uns vorbeiführen müssen, aber wir haben keine Spur von ihm entdecken können. Ich fürchte, die Bilvisse haben ihn gefangen genommen. In diesem Fall kann ich nur hoffen, dass er wenigstens noch am Leben ist und irgendwo in den Kerkern des Bilvisdorfs festgehalten wird. Ihr müsst euch dort hineinwagen und versuchen, Ilglas zu finden. Ich grüße euch. Ich gebe euch den Auftrag, die Kundschafter zu finden, die ich nach Helegroth entsandt habe. Hört euch an, was sie herausgefunden haben. Und vielleicht wissen wir dann mehr darüber, wie wir mit der Bedrohung fertig werden, die in jenen alten Mauern lauert. Wir werden irgendwo im Norden ihr Lager aufgeschlagen haben. In Sichtweite des Bitterstegs, der bis zu den Mauern der Stadt hinaufführt. Fragt Sigurd nach dem Rest von Durins trauriger Geschichte. Wenn ihr ihn gefunden habt, denn diese Geschichte betrifft ihn am unmittelbarsten und er wird sie sicher mit euch teilen, so ihr ihn darum bittet. Seid vorsichtig auf den verschneiten Hängen und sucht inmitten der Bäume in Sichtweite des Bitterstegs nach Sigurd und Greib, meine Kundschafter. Sie sind ermächtigt, sich um alles zu kümmern, was Helegroth betrifft. Okay. Okay, das kann raus. Das will ich dran lassen. Das will ich dran lassen. Okay. Okay, dann hätte ich auf jeden Fall wieder eins da. Irgendwo. Dann immer noch da hinten. Da unten. Riesenteil habe ich immer noch und dann oben. Oh Mann. Okay. Jetzt ist die Frage. Geht die Quest jetzt da hinten weiter? Sind wir dafür da rein? Langsam befindet sich nötig vom Grenzlager. Ja, okay. Also wir müssen hier rein. So weiter, bin sofort soweit. Okay, mach die Arbeit von vorher. Jetzt bin ich auch wieder soweit. Ah, das ist jetzt der andere Eingang. Nur noch mehr Viecher töten. Ja, schrei du mal. Thank you.
Da ist noch einer. Ha! Ich habe die 12 voll gemacht. Wenigstens etwas. Ich habe auch mal was geschafft. Okay, warte. Blond in seinem Lager von Bilbisdorf. Okay, ich glaube, die Orks haben wir. Ging auf jeden Fall schnell. Deck mein Helferchen. Meine Katze spackt. Wo bin ich eigentlich? Warte. Oh. Doch, ist richtig. Oh Gott. Okay, da hinten ist dann aber trotzdem noch was. Gib's trotzdem erstmal ab. Ich komme gleich wieder. Da kann ich doch, glaube ich, auch was verkaufen, ne? Da kann ich vielleicht endlich mal Platz wieder schaffen. Ködel. So viel Billwisse. Ihr sagt, es seien mehr als genug für eure Klingen gewesen und ich habe keinen Grund an euren Worten zu zweifeln. Ich fürchte, mein Freund Walin könnte recht haben. Dunkelheit ist inzwischen das blaue Gebirge, hat inzwischen das blaue Gebirge erreicht. Könnte sich auch hierher Dunkelheit, die inzwischen das blaue Gebirge erreicht hat, könnte sich auch hierher in das Nebelgebirge ausdehnen. Wir müssen weitere Untersuchungen anstellen, fürchte ich. Und das bedeutet, dass wir zurück in die Dunkelheit des Bilbisdorfs müssen. Kommt und bleibt. Habe ich so befürchtet, dass wir da gleich nochmal rein müssen. Ihr habt euch gegen diese Bilbisse gut geschlagen. Doch etwas, das ihr erwähnt habt, beunruhigt mich. Ich fürchte, die Zahl der Bilbisse, die am Eingang zu diesem Ort umherlaufen, ist größer, als ich erwartet habe. Das kann nur bedeuten, dass sie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Oder sich vor etwas fürchten, das tiefer in diesen verfluchten Hallen haust. Wir müssen das weiter untersuchen. Begebt euch erneut dorthin und sucht in dem Bereich vor der Haupthalle nach dem Bilbis-Anführer. Irgendwas stimmt nicht in diesen Hallen. Wir müssen die Wahrheit besser heute als morgen herausfinden. Wenn ihr etwas Ungewöhnliches findet, bringt es mir, damit wir dem schnell ein Ende setzen können. Sprecht oder lasst mich in Ruhe. Tada, und ein Händler. Sehr gut. Jetzt muss ich nur gucken, was ich verkaufen muss. Das nicht. Die brauchte ich, glaube ich, erstmal nicht mehr. Da habe ich noch genug von. Das brauche ich auch nicht mehr, da habe ich auch genug von. Das Ding habe ich durch. Das war, glaube ich, Drechsler, ne? Auch weg. Und weg. Auch nicht. Und wie lange es dauert, bis ich da endlich mal was auftut. Martom hatte ich auch fertig. Brauche ich nichts mehr. Das behalte ich. Brill. War Beryl nicht dieser komische Elbstein? Warte ich auch mal. Das kann erstmal weg. Das ebenfalls. Was ist das? Ach so, was, okay. Das behalte ich auch mal. Das sowieso. Das kann weg. Weißt du, ich habe jetzt nicht unbedingt weniger im Winter.
reparieren. So. Dann einmal kurz gucken. Kiste. Das nehme ich mit. Das. Polierter Hauer der Macht. Okay. Dann jetzt hier. Ja. Und ihr sollt mal die anderen beiden hier verkaufen. Okay. Wir können wieder. Da rein. Dafür haben wir jetzt nochmal ein paar Aufträge. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich nebenbei jetzt noch ein bisschen Watte esse. Ich habe vorhin nur ein bisschen was gegessen. Das Schlimmste ist, dadurch, dass der Mozzarella ausgelaufen ist, kleben meine Pommes zusammen. Jetzt habe ich eigentlich eher Käse-Mozzarella-Pommes, also Mozzarella-Pommes, als Mozzarella-Sticks. Hier. Aber als wenn die Orks ihn mitkriegen, dass wir ja gerade durcheiern. Arme Waage. Die Waage tun mir irgendwie immer leid. Fragt am besten aber nicht warum. Okay. Riesenruinen.
Okay. Okay. Weiß ich noch nicht. Also nicht so lange. Nicht so lange. Weil ich noch den ein oder anderen andere Sache noch in FF14 machen muss. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen sogar gleich wieder raus. Glaube ich. Okay, ja, der Ring zeigt bei mir auf jeden Fall wieder zurück gleich. Ah! Aber selbst im Wein und andere Quest steht drin sein sollte. Aber okay. Ey, ich komm gar nicht dazu, irgendwas zu machen in der Zeit. Okay. Okay. Will ich wissen, was uns hier unten noch erwartet? Da knallt die Peitsche nicht mehr. Ich würde ja mal sagen, wir sterben wie die Fliegen. Ja, ein bisschen, ja, ne? So ein bisschen tun sie mir ja schon leid. Aber nur so ein ganz kleines bisschen. Hab doch Gnade. Nö. Nö. Nicht wirklich, nein. Mm-mm. Schlimmer ist eigentlich, dass das hier alles gleich aussieht.
Platz für mich an. Vor allem nicht genug Platz, nicht genug Platz. Hä? Okay, naja, gut. Kann ich. Ah, Mensch. So ein bisschen buggy ist es heute ja schon. Das gleiche Problem hatte ich in FF14 heute auch. Dann nehme ich den da. Es sieht einfach mal alles gleich aus. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon. Oh Gott. Hätten die nicht wenigstens so ein paar Ecken machen können, die anders aussehen. So für Leute, die so ihre Orientierung gesehen haben wie ich. Wirbus Knöpfe, was? Ihr habt eine zerbrochene Manschettenknopf in eurer Sammlung aufgenommen. Hä? Vor allem, das Geilste ist, ich habe es anvisiert und der greift einfach nie an. Jetzt. Dann macht das. Sehr schön. Sind aber schon Verzögerungen. Ja. Benötigt ein gültiges Ziel. Ja, da ist es doch. Da ist sein Ziel. Kann ja einfach nö. Einfach nö. Nur minimal in Bremen machen sie wieder ein Riesenfeuerwerk. Da wird die Zerberleistung benötigt. Ah, okay. Ja, gut, dann. Das versteht's. Da. Aber ich habe mich nämlich gewundert, so, weil so extrem war das jetzt die letzten Male, wenn ich gespielt habe, eigentlich nie. Deswegen wundert mich das dann doch schon. Oh ja, ich habe noch einen schwärzen Knopf gefunden. Was? In den dunkelsten Tiefen des Bilvis-Dorfes, im Herzen des Bilvis-Königreichs, wo es von der elenden Brut nur so wimmelt, war der Thronsaal des großen Bilvis. Lange Zeit waren die Bewohner des Bilvis-Dorfes ohne Anführer. Aber als sich der Hang im Osten erhob und seine Helfer zu den Waffen rief, hat ein neuer Hang des großen Bilvis umgelegt. Ich bin ja erstmal schon am Mümmeln.
Alter, die fallen echt einfach nur um. Die Orks haben einfach mal so null Chance. Mach das, Kaya. Viel Spaß im Glück. Upsi. Und noch ein verborgener Knopf. Also Bilbo hat echt seine Knöpfe so zu liegen lassen. Unglaublich. Der sollte mal bessere Ordnung halten. Juhu, Stufe 44. Danke. Dame. Das tat mir aber leid. Jetzt ein bisschen. Alles gut. Alles gut. Ich konnte zumindest meine drei Zauber drauf suchen. Alles gut. Die Texte lese ich sowieso nicht vor. Die sagen, wenn es darum geht. Weil man konnte man sich nicht wieder reinsetzen. Ich glaube aber, das Ding hatte ich wieder rausgenommen aus meiner Leiste. Okay, ich sitze zwar in die falsche Richtung, aber passt. Was? Naja, hat doch halb geklappt. Wer will schon richtig sitzen? Tada! Ich guck halt gerne in die andere Richtung. Okay. Ich habe fertig. Wir können wieder gehen. Oder wohin wir auch uns noch wollen. Ich weiß nicht, muss man in dieser Instanz dann noch was machen? Oder ist man dann hier schon fertig, wenn man den Putzi da hat? Ich war hier noch nie drin, deswegen. Bin ich, was diese Instanz angeht, etwas hilflos. Na, nicht nochmal ran. Mhm.
Noch einen komischen Knopf. Ist doch nur so ein kleiner Hobbit. Wer braucht denn so viele Knöpfe? Okay. Okay, gibt es hier sonst noch irgendwas drin? Also ist hier noch irgendwas drin, was wir machen müssten? Weil ich glaube, questmäßig muss ich erstmal raus. Meine ich. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass du weißt, ob hier noch irgendwas ist oder so. Hätte ja sein können. Hm?